Liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können bei einem Abend mit einem, kann man sagen, Freund von mir aus gemeinsamen verantwortlichen Tagen, vor allem in der Verkehrspolitik, wo ich nicht immer das getan habe, was der Moritz Leuenberger gern von mir gesehen hätte. Wir hatten jeweils unsere Zwänge, ich habe ihm Ärger bereitet, aber wir hatten trotzdem immer Spaß miteinander nach den offiziellen Tagen. Übrigens ein Dritter im Bunde war Kaspar von Einem, damals für die SPÖ, für Österreich Verkehrsminister, und wir haben doch eine ganze Reihe auch von guten Dingen auf der europäischen Ebene in Gang gebracht. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Er ist ein bisschen jünger als ich, aber wir sind doch ungefähr dieselbe Alterskohorte. Er ist 46 geboren, ich 42. Also das macht heute beim Rückblick keinen Unterschied mehr. Er ist, wie ich, Sozialdemokrat, ist schon früh der SPÖ, der Schweizer SP, Sozialdemokratischen Partei, beigetreten. Ich bereits auch jetzt vor mehr als 50 Jahren der SPD. Also auch dieser politische gemeinsame Hintergrund verbindet uns miteinander. Ich bin Historiker, er ist Jurist, Rechtsanwalt. Sind beides durchaus vernünftige Hintergründe, um Politik zu machen. Er hat, wie sich das gehört, in der Kommunalpolitik, vor allem in Zürich, sich engagiert und war dann eine der wichtigsten, entscheidenden politischen Figuren in der Schweiz, im sogenannten Bundesrat. Das ist etwas anderes als unser Bundesrat, sondern es ist die Regierung. In der Schweiz war er von 1995 bis 2010 vor allem für den, wie ich glaube, politisch wichtigsten Bereich, wenn es um die Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens geht. Das ist Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Und er hat das, was in der Schweiz üblich ist, dass dort der Regierungschef immer nur ein Jahr tätig ist, auch zweimal die Rolle des Bundespräsidenten, wieder auch anders definiert als die unseres Bundespräsidenten, also praktisch des Regierungschefs, inne gehabt, 2001 und 2006. Was uns darüber hinaus noch verbindet, er ist ein moderner Sozi, so möchte ich das sagen. Ich habe damals in Hamburg, auf dem Hamburger Parteitag, als es um das Grundsatzprogramm ging, dafür bekämpft, die Nachhaltigkeit als vierten Grundwert dazu zu nehmen, zu Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und habe gesagt, die Welt ist heute eine ganz andere als im 19. Jahrhundert, wo diese Werte entwickelt worden waren. Wir müssen sehen, dass wir in anderen Zeiten leben, müssen unser Verhältnis zur Umwelt anders definieren, müssen lernen und akzeptieren, wie verletzlich die Erde ist, von der Karl Marx noch in einer Art säkularisierten christlichen Sinne "Machet euch die Erde untertan" gemeint hat, es sei unerschöpflich in den Ressourcen und Möglichkeiten. Die Erde ist nicht unerschöpflich. Und dieses Thema hat ihn die ganze Zeit auch immer wieder beschäftigt und er ist da in dieser Frage nicht nur in der Schweiz einer der herausragenden europäischen Umweltpolitiker, nicht nur der Verkehrspolitiker. Und dass in der Schweiz die Verkehrssysteme ein bisschen besser funktionieren als bei uns, ist ja nun auch nicht zu bestreiten. Das Einzige, womit vielleicht der ein oder andere Probleme hat, aber die rigorosen Strafen, wenn man mal ein bisschen zu schnell war. Aber gut, das muss man dann eben vorher wissen. Ja, unser Thema ist heute die Schweiz, Deutschland und die EU, und in Zeiten, wo die Zukunft der Europäischen Union immer wieder neu bedacht werden muss, wo die Gefährdungen wachsen mit dem Ausscheiden der Briten, dass man darüber nachdenken muss, wie man auch in solchen Bedingungen miteinander zurechtkommt. Denn die europäische Idee aufzugeben
und zu einem krassen Nationalismus zurückzukehren, wie das nun einige immer leider stärker werdenden Kräfte in allen europäischen Staaten gerne für sich hätten. Das hat uns zu interessieren. Und die Schweiz gehört ja nicht zur EU, ist aber über eine ganze Reihe von Abkommen mit ihr verbunden und ist auch über eine ganze Reihe von bilateralen Abkommen mit der Bundesrepublik verbunden. Wie gesagt, eins davon war sozusagen der Zankapfel zwischen uns beiden, aber das ist alles nun lange her. Wir haben uns wechselseitig, also er musste mir verzeihen, denn der Leidtragende war er, nicht ich. Ich werde im Südschwarzwald gefeiert, immer noch als großer Held. Und dir hat man eben vorgeworfen, dass du dich mit mir so ein bisschen eingelassen hast und ein Abkommen mit meinem Nachfolger dann abgeschlossen hat, was das Parlament nicht ratifiziert hat. Aber wie gesagt, das ist ein Thema von gestern, ist heute nicht unser Thema. Ihr könnt vielleicht beim Essen hinterher nochmal drüber reden. Aber jetzt interessiert uns dieses Dreiecksverhältnis. Dreiecksverhältnis ist auch was Modernes. Dreiecksbeziehungen gibt es auch im privaten Bereich. Also bitte, Moritz, du bist jetzt dran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst bedanke ich mich nicht nur für die Einführung, sondern die Einladung, überhaupt nach Saarbrücken zu kommen. Ich konnte mir heute während vielen Stunden St. Johann und Alt-Saarbrücken ansehen, habe mir das alles erwandert und habe da während mehrere Gespräche mit Passanten gehabt und die waren alle so freundlich. Das Freundlichste war dann, als ich hier hinten herumirrte und die Europaallee suchte und feststellen musste, es ist wohl kein Zufall, dass ein Schweizer die Europaallee nicht findet. Aber ein Besucher, der jetzt auch hier im Saal sitzt, hat mich gerettet und hierhin geführt. Und ich dachte mir dann, es ist schön, dass wir Nachbarn sind, ich freue mich, aber noch viel schöner wäre es, wenn wir die Schweiz und Deutschland zusammen in der EU für unsere weitgehenden doch gemeinsamen Anliegen uns einsetzen könnten. Ich war immer ein Anhänger eines Beitrittes der Schweiz in die EU. Ich bedauere, dass sie nicht dabei ist. Ich bedauere aber auch den Entscheid von Brexit. Das tut mir sehr weh. Großbritannien verlässt die EU. Brexit wurde in einer Volksabstimmung beschlossen. Die Schweiz war nie in der EU, aber dieses Nie wurde in über 10 Volksabstimmungen bis in alle Details verankert. 1992 haben wir den EWR-Beitritt verworfen, dann aber zahlreiche bilaterale Verträge abgeschlossen. Über jeden gab es eine Volksabstimmung, Personenfreizügigkeit, Bildung, Forschung, Land- und Luftverkehr und viele andere. Aber auch die Beitragszahlungen an die neuen Mitglieder der EU hat die Schweiz in Volksabstimmungen je beschlossen. Ich glaube fast, es ist das einzige Land, das die Osterweiterung in Volksabstimmungen gut geheißen hat. Die Abstimmungen in Großbritannien und diejenigen in der Schweiz sind, obwohl beides Volksabstimmungen, aber aus demokratischer Sicht etwas komplett Verschiedenes. Die schweizerischen Abstimmungen, die das Verhältnis zur EU regeln, erfolgten eingebettet in sehr viele weitere Sachabstimmungen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Das sind etwa 15 Abstimmungsgegenstände pro Jahr, allein auf Bundesebene. Dazu kommen je noch ebenso viele auf Kantonsebene und auf der kommunalen Ebene. In Großbritannien aber erfolgte inner Jahrzehnten ein einziges Plebiszit, nur gerade zu dieser Frage. Man muss die Geschichtsbücher konsultieren, um frühere Plebiszite zu finden. Vorläufig ist das Resultat ja eigentlich auch nicht mehr als eine Absichtserklärung. Die Umsetzung ist mir trotz der Erklärungen von Frau May einfach noch unklar. Ich kann einem Plebiszit in der Art, wie es mit Brexit durchgeführt wurde,
absolut keine demokratische Qualität abgewinnen. Es ist ein Instrument, wie es Napoleon brauchte oder Putin, welcher so die Annexion der Krim legitimieren wollte. Dieses Plebiszit war aus parteitaktischen Gründen von Cameron absolut fahrlässig erklärt worden und dann durchgeführt worden bis zum bitteren Ende. Sie merken daraus, ich bin ein Anhänger, ich glaube an die direkte Demokratie. Ich arbeitete in der direkten Demokratie der Schweiz. Diese Arbeit prägt mein ganzes Bewusstsein. Die direkte Demokratie ist für mich mehr einfach als ein politisches Instrument. Ich habe bei der Annahme meiner Wahl, bei der Rücktritt und vor allem auch bei der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels mich immer mit der direkten Demokratie auseinandergesetzt. Heute, das muss ich zugeben, 6 Jahre nach meinem Rücktritt, sehe ich auch einige andere Entwicklungen, die ich früher, während ich im Amt im Hamsterrad trampelte, vielleicht ideologisch etwas allzu sehr in positivem Licht gesehen habe. Und ich gebe Ihnen gerne auch meine kritischen Beobachtungen bekannt. Es gibt zwischen direkter Demokratie und den Diskussionen um sogenannte vermehrte Bürgerbeteiligung oder, wie Willy Brandt es sagte, mehr Demokratie wagen, fundamentale Unterschiede, die sich, wie ich finde, in 2 Mauereinschriften äußern. Die Universität Zürich wurde durch eine Volksabstimmung im 19. Jahrhundert beschlossen und deswegen prangt an der Universität seit 180 Jahren über dem Eingang die Inschrift durch den Willen des Volkes. Seit 1916, also vor 100 Jahren, prangt über dem Eingang des Deutschen Bundestages in Berlin, etwa in derselben Schrift, die Inschrift dem deutschen Volk. In einem Fall handelt das Volk, es schuf sich eine Universität, im anderen Fall wurde dem Volk etwas geschenkt. Das eine Mal ist das Volk ein Subjekt, das andere Mal ist es ein Dativobjekt. Und in diesem Sinne ist ein Referendum bei uns nicht eine Notbremse, wie zum Beispiel in einer verfahrenen Situation, wie bei Stuttgart 21, und dachte, ja, jetzt wissen wir nicht mehr weiter, jetzt sind wir so zerschritten, machen wir eine Volksabstimmung. Es ist auch nicht ein taktisches Manöver, wie es Cameron mit Brexit veranstaltet hat. Und es ist auch nie an personelle Bedingungen geknüpft, wie das im Moment in Italien ist, wo Renzi sein Verbleiben als Premierminister mit dem Abstimmungsresultat verbindet. Sondern es ist ein permanentes und selbstverständliches Instrument des politischen Souveräns. Ein Referendum oder eine Initiative sind bei uns nicht nur möglich bei nebensächlichen Vorlagen, dort auch natürlich, wie zum Beispiel die Einführung der Sommerzeit, haben wir in einer Volksabstimmung beschlossen. Und es ist auch nicht nur bei heiklen und sehr wichtigen Vorlagen, wie eben Referendum über die Erweiterung der EU, sondern einfach grundsätzlich bei allen Fragen möglich. Und das geht dann von einer Abstimmung über genveränderte Pflanzen, über die Finanzierung von Infrastrukturen, über die pränatale Implantationsdiagnose. Es geht über die NEAT, also den Gotthard-Basistunnel, den wir dieses Jahr jetzt eingeleitet haben. Für ihn gab es allein 5 Volksabstimmungen über die Streckenführung, über die Finanzierung. Die Finanzierung war auch mit einer Lastwagenmaut. Über diese Lastwagenmaut wurde auch speziell abgestimmt. Und dann am Schluss auch noch das bilaterale Abkommen mit der EU. Das heißt, die politischen Antennen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die müssen eigentlich immer ausgefahren sein. Sie müssen sich immer über alles informieren. Und sie gestalten den Staat und nicht eine Klasspolitik. Die Gestaltung des Staates verpflichtet aber zu mehr als zum bloßen Gang zur Urne. Es geht also nicht etwa einfach um die Evaluation einer Mehrheit, das wäre bloß ein formaler Aspekt, der den Grundgedanken der direkten Demokratie nicht zu genügen vermöchte. Direkte
Demokratie ist nicht eine bloße Organisationsform, also im Stil, wer ist dafür, wer ist dagegen, Demokratie ist ein Segen. Die Demokratie darf nicht zu einer Diktatur der Mehrheit verkommen. Die Mehrheit hat nicht immer Recht und ihre Meinung rechtfertigt nicht, die Hände in Unschuld zu waschen. Pontius Pilatus hat ja auch abgestimmt, bevor er seine Kreuzigung angeordnet hat. Auch ein demokratisch legitimierter Mehrheitsentscheid entbindet nicht von der Diskussion über Gut und Schlecht. Die Gefahr der Verabsolutierung der Mehrheit, die besteht zwar auch bei uns, vor allem weil wir im Gegensatz zu Deutschland kein Verfassungsgericht haben. Aber wie gesagt, der Geist der Demokratie erfordert ein umfassendes Vorgehen, das alle einbezieht. Und die Mehrheitsabstimmung ist eigentlich immer nur eine Ultima Ratio. In erster Linie suchen wir den Konsens, das ist dann selten der Fall. Dann schließen wir, wenn immer es geht, einen Kompromiss. Und nur wenn wir uns nicht einigen können, dann gibt es halt eine Mehrheitsabstimmung. Aber dieser Mehrheitsentscheid, der ist gegenüber den Minderheiten immer nachträglich auch mit einleuchtenden Gründen zu rechtfertigen, so dass sich die Minderheit trotzdem darin finden kann und sagt, doch, unsere Anliegen sind aufgenommen worden. Und in diesem Sinne wird bei uns der formale Prozess so organisiert, dass sich die Minderheiten schon vor dem Entscheid artikulieren und einbringen können. Da gibt es ganz viele Mittel dagegen, zum Beispiel das Rotationsprinzip des Bundespräsidenten. Das ist nicht nur dort der Fall. In jedem Ausschuss gibt es diese politische Rotation. Da darf einer 1 bis 2 Jahre bleiben und nachher kommt eine andere Partei dran oder vor allem eben eine andere Sprachregion der Schweiz. Und wenn ich, als ich Bundespräsident war und im Ausland war, da wird man natürlich gefeiert und als Bundespräsident, und dann war die Frage, warum sind Sie Bundespräsident, wenn Sie SPD sind, wenn Sie von Zürich sind? Ich musste einfach immer sagen, ja, ich bin einfach dran gewesen. Und von daher ist es dann auch nicht so wahnsinnig wichtig, wer dann gerade Präsident ist. Ein anderes Instrument, das bei uns gesetzlich verankert ist, das ist das sogenannte Vernehmlassungsverfahren. Das bedeutet, dass am Anfang, wenn ein Gesetz geplant wird, wird dieser Vorentwurf bereits allen irgendwie Interessierten zur Vernehmlassung unterbreitet. An alle Kantone, an die NGOs, an die politischen Parteien, an diejenigen, die in dieser Frage, also je nachdem dann Spitalverband oder Krankenkassen, in dieser Frage besonders interessiert sind, die bekommen das alle, die äußern ihre Einwendungen, Anregungen, Streichungen und das wird alles minutiös, wird das durchgearbeitet und so weit möglich aufgenommen. Dahinter steckt das Wort Referendumstauglichkeit. Das ist eine ganz andere Einstellung, die wir in der Regierung haben. Wir wissen, jedes Gesetz kann einer Volksabstimmung unterbreitet werden mit dem Referendum und wir müssen schauen, dass möglichst alle einbezogen sind und sich finden können. Sonst riskieren wir Schiffbruch und dann wird das Gesetz abgelehnt. Und das ist ein Verfahren, ja, über das spotten dann Manager zuweilen. Es gab auch einen deutschen Bundespräsidenten, der mir mal gesagt hat, ja, also mit diesem System müsst ihr doch jetzt mal aufhören, sonst eure Projekte werden nie pünktlich fertig. Und eigentlich muss ich sagen, also der Gotthard, also ich sage jetzt nichts von Flughäfen in Berlin, aber immerhin trotz diesem konsensualen Vorgehen sind große Projekte eigentlich doch pünktlich fertig geworden. Und zudem geht es eben nicht nur um die Effizienz und um die Geschwindigkeit, sondern dahinter steckt auch ein bisschen die Überzeugung, es sollen sich alle Bürgerinnen und Bürger mit einer solchen Vorlage identifizieren können. Sie sollen später sagen, wir haben da auch daran mitgewirkt und zum Glück ist, was wir rechtzeitig gesagt haben, noch aufgenommen worden. Also so entsteht auch eine ganz andere Bindung zu den Leistungen des Staates. Das ist jetzt das Verfahren, aber es geht natürlich auch um den Inhalt. Also wenn ich
hier auch wieder an diesen Gotthard-Basistunnel und die neue Eisenbahn-Alpentransversale denke, da haben wir darüber, über die Strecke abgestimmt. Und als wir über die Strecke abstimmten, war eben ganz wichtig, dass es nicht nur einen Basistunnel gibt, sondern zwei. Es gibt nämlich noch den zweiten, den Lötschberg-Basistunnel. Der verbindet vor allem die französisch sprechende Schweiz mit dem Simplon. Und die Überzeugung war, jede Region soll von diesem großen technologischen Fortschritt profitieren. Und nicht nur die Zürcher und die Tessiner, sondern eben auch die französisch sprechenden und das Berner Oberland. Und deswegen wurde, obwohl teurer, auch dieser Tunnel aufgenommen. Auch das ist ein Mitholen einer Minderheit, einer anderen Sprachgruppe in diesem Sinn, damit es nicht zu Spannungen innerhalb des Landes kommt. Ein anderes Beispiel, es gab mal die Alpeninitiative, das waren Alpenschützer, die diese Initiative gegen den Willen der Regierung in die Verfassung gebracht haben. Dort stand, wie viele Lastwagen höchstens auf den Straßen durch die Alpen fahren wollen. Nachher wurde ich Bundesrat und sah einfach, das ist unmöglich, es geht nicht. Oder es geht nicht, außer man macht einen Stacheldraht um die Schweiz für ausländische Lastwagen, und das geht nicht. Und dann habe ich mich mit den Initianten getroffen und ihnen das gesagt, es geht nicht, wir müssen gemeinsam einen Weg finden, wie wir in diese Richtung gehen können. Aber das Ziel, obwohl in der Verfassung, so können wir es nicht umsetzen. Das haben sie begriffen, und so habe ich eigentlich die Minderheit, die vorher dagegen war, auch mit einbezogen, und am Schluss wurde durchaus in Frieden die Verfassung gar nicht zu 100% angewendet, sondern es wurde in diese Richtung gegangen. Eine Demokratie, die sich solidarisch zu den Minderheiten zeigt und ihre Anliegen rezipiert, die ist eben stabiler, aber auch kreativer als eine konsequente ein System mit Mehrheit und Minderheit. Solidarisch, solid, stabil, und das heißt eben auch politisch nachhaltig. Und die verschiedenen Ausgestaltungen der demokratischen Formen, die sind ja auch ein Ausdruck verschiedener politischer Grundauffassungen in Deutschland, in der EU und in der Schweiz. Als mir für den heutigen Abend nahegelegt wurde, etwas zum Verhältnis Deutschland gegenüber der EU und der Weltpolitik zu sagen, da bin ich etwas erschrocken, weil die Schweizer mit der Weltpolitik wollen sie in der Regel nicht so viel zu tun haben. Und selbst ich habe gedacht, ja, also dazu bin ich jetzt nicht berufen. Und das hat seinen Ursprung. Vor 100 Jahren brach der Erste Weltkrieg aus. Die kriegsführenden Nachbarn, die waren Ursache für innerschweizerische Spannungen, die unser Land beinahe zerrissen hätten. Die französischsprachige Schweiz, die identifizierte sich mit Frankreich, die deutschsprachige Schweiz stellte sich hinter Deutschland, das damals eine Weltmacht anstrebte. Und die deutschfreundlichen Schweizer Generäle, die suchten eben eine Teilhabe an dieser Weltmacht. Hätten sie sich damals durchgesetzt, da würde die Schweiz heute wohl nicht mehr bestehen. Karl Spitteler, das war ein Schriftsteller, Nobelpreisträger der Literatur, hielt damals eine Rede, Unser Schweizer Standpunkt, wo er als Referenzpunkt die Neutralität verlangte. Er rief zur Neutralität auf, damit die verschiedensprachigen Landesteile und Kulturen der Schweiz zu einer Einheit zurückfinden. Das heißt, unsere Neutralität ist innenpolitisch begründet, damit das Land nicht auseinanderfällt. Und ganz neutral wurde deshalb der Erste Weltkrieg auch vom damaligen Bundesrat nicht etwa politisch beschrieben, sondern als eine Naturkatastrophe verglichen, die unser Land umgibt, also ein Schicksal, um nicht politisch Stellung nehmen zu müssen. Also der Text hieß damals, die schwarze Wolke, die seit Jahren gefahrdrohend am politischen Himmel stand, hat sich entladen. Die Kriegsgefahr ist in unmittelbare Nähe gerückt. Also da hat man nicht gesagt, worin sie begründet ist.
Und um das Land zusammenzuhalten, wurde mit Nachdruck auf unsere Zuschauerrolle gepocht. Wir seien eine Zuschauergemeinschaft, die den europäischen Krieg als ein Unwetter des Schicksals emotional bedauert, Erbarmen mit den Opfern hat, aber sie soll sich nicht einmischen. Und nun, heute führen unsere Nachbarn ja längst keinen Krieg mehr miteinander, sondern haben dies durch die Gründung der Europäischen Union verunmöglicht. Die Machtverhältnisse haben sich gründlich verschoben in Europa und geopolitisch. Aber das Bild des neutralen Zuschauers wird in der Schweiz dennoch bis heute gepflegt. Teils geschah dies in naiver Beharrlichkeit, ohne den Veränderungen in der Welt und in Europa Rechnung zu tragen. Teils wurde aber dieser Schweizer Standpunkt auch als eine Ideologie missbraucht, um wirtschaftliche und politische Interessen zu verfolgen. Da hat man gesagt, das Bankgeheimnis sei in der Schweizer Volksseele verankert, oder? Das besteht jetzt nicht. Auch heute fordern Schweizer Journalisten und Politiker unbekümmert andere Länder zur Intervention, also in Syrien, im Ukraine-Konflikt, in Afghanistan auf und immer mit der selbstverständlichen Einstellung, wir Schweizer gehen natürlich ohnehin nicht hin, denn wir sind neutral und wir sind ja so klein und wir haben ohnehin keine Macht. Und da, finde ich, liegt auch ein Schlüssel der verschiedenen Optik. Wer hat welche Macht? Die Macht definiert sich nicht nur danach, welchen Einfluss wir uns zumuten, ja nicht einmal danach, welchen Einfluss wir oder ein Land objektiv hat oder hätte, sondern eben immer auch so, wie uns die anderen einstufen. Knotis auton, kenne dich selbst, das heißt auch, kenne deine Wirkung auf die anderen. Und die eigene Macht wird von den anderen eben oft ganz anders angesehen, als wir sie empfinden. Zur realistischen Machteinschätzung gehört also immer die Frage, wie sieht mich auch mein Gegner an? Beispiel USA. Obama wollte die USA von der Rolle des Weltpolizisten befreien. Das gelang ihm unter anderem deswegen nicht, weil die Welt weiterhin die bisherige Rolle der USA wollte. Und als sich Obama abwandte, gab und gibt es heute noch in Europa Empörung. In Syrien sterben Kinder. Wo ist Amerika? Kein anderes Land war bereit, gegen ISIS militärisch vorzugehen, von Waffenlieferungen an die Kurden mal abgesehen. Wer Macht hat, muss sich seiner Macht bewusst sein, aber es ist eben nicht einfach, diese Macht einzuschätzen. Und das geht auch der Europäischen Union so. Gegenüber Ungarn haben die USA vor der Europäischen Union reagiert und über korrupte Regierungsmitglieder Sanktionen verhängt. Das wäre aber in erster Linie eine Sache der Europäischen Union gewesen. Ihre, in diesem Fall, interne Macht bedeutet Verantwortung und die hat sie erst im Schlepptau der USA wahrgenommen. Und im Außenverhältnis oszilliert das Selbstbewusstsein der EU über die eigene Macht auch etwas merkwürdig. Wenn wir das Verhältnis zur Ukraine ansehen, in den Avancen für eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine wurde die eigene Macht, der EU nämlich, unterschätzt. Die EU sieht sich als eine Friedensorganisation. Das ist sie auch, völlig zu Recht. Dass sie aber aus der Sicht Russlands als eine Bedrohung, als eine machtpolitische Potenz wahrgenommen wird, das gehört zu einer realistischen Selbsteinschätzung, um mit dieser eigenen Macht verantwortungsvoll umgehen zu können. Russland denkt in ganz anderen Kategorien der Machtpolitik. Auch wenn das die EU nicht tun, muss sie dieses Denken
muss sie realisieren. Putin hat seine Sicht übrigens in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag ausdrücklich dargelegt. Sie können das auf YouTube sehen, Putin spricht Deutsch, also es kommt dann unter diesem Titel, aber wenn Sie dort den Inhalt hören, hat er das ganz ausdrücklich gesagt. Und diese Fehleinschätzung der EU ist auch, also nicht nur, aber auch als eine Teilursache ein Grund für das Verhalten Russlands. Umgekehrt, als die Ukraine in Not geriet, da vermochte die EU nicht wirklich zu helfen. Die Erwartungen der Ukraine entsprachen den tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der Europäischen Union nicht. Die Einschätzung der Macht entsprach auch aus der umgekehrten Sicht, also nicht der Realität. Von welchen politischen Mächten soll dann die Welt geprägt werden? Ja, von den USA, von China oder eben doch auch von Europa. Wir haben als Europäer bei aller Freundschaft Vorbehalte gegen die USA. Datenerspähung, Steuerpolitik oder Informationsaustausch, die werden einseitig und im Hinblick auf die eigene Hegemonialmacht betrieben. China, müssen wir eben immer wieder repetieren, ist eine Diktatur, die Menschenrechte nicht anerkennen will. Und da hat Europa eine kulturelle Aufgabe, weil es einen bewussten Abstand von territorialen oder militärischen Ansprüchen pflegt und weil es nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sondern auch solche der Menschenrechte und des Individuums kennt. Und das macht die innere, die kulturelle Stärke Europas aus. Und das führt mich zur Rolle von Deutschland. An Deutschland werden von außen ganz unterschiedliche Erwartungen gestellt. Entweder wird Deutschland einer beabsichtigten Hegemonie verdächtigt, die es angesichts der Geschichte zu verhindern gelte. Von anderen Stimmen wird Deutschland umgekehrt vorgeworfen, die eigene tatsächliche Macht unter den Scheffel zu stellen und klein zu reden. Und dem steht dann aber der Vorwurf gegenüber, Deutschland nutze die eigene Macht zu wenig, um weltpolitische Verantwortung wahrzunehmen. Ich kann diese Einschätzung in der Schweiz immer wieder beobachten. Zum Beispiel hat die Neue Zürcher Zeitung in einem Leitartikel kürzlich geschrieben, Überschrift Deutschland Weltmeister im Heucheln. Deutschland sei eine Weltmacht und wolle es nicht wahrhaben und unterlege seine Weltmacht zu wenig mit Militär. Also wieder diese schweizerische Haltung, macht doch mal etwas und schickt euer Militär in die ganze Welt. Wir machen es ohnehin nicht, wir erwarten es von euch. Adolf Muschk sorgte sich an einem Podium in Berlin etwas neutraler. Er sagte, nur keine Führerrolle für Deutschland mehr. Aber was tun, wenn man sie ja doch hat? Gewiss, Deutschland ist eine Weltmacht und weiß das sehr wohl. Also, ich habe das auch gespürt, oder noch zum Beispiel, als ich in Berlin den Bau des neuen Außenministeriums, ich durfte den besuchen. Und wenn man als Schweizer in diesem Gebäude steht, muss man schon sagen, das ist eine Weltmacht. Bei uns ist das Außenministerium, das ist im zweiten Stock links, hat zwei Zimmer, oder? Das Bundeshaus, oder? Und das sind halt schon andere Dimensionen. Deutschland ist innerhalb der EU dank ökonomischer Stärke und dank einer klugen Regierung zu Führung und Verantwortung gekommen. Bundespräsident Gauck hat auf diese außenpolitische Verantwortung gepocht. Steinmeier und Merkel haben sie wahrgenommen, aber das ist umstritten auch in Deutschland. Es wird zum Teil gewarnt vor dieser Führungsrolle. Sie wissen, Kissinger hat gesagt, wenn er in Europa jemandem, wenn er nach Europa telefonieren wolle, wisse er nicht wohin, oder? Es gäbe da so viele Telefonnummern.
Und als Angela Merkel in China war, hat man ihr gesagt, man wünsche sich beim Euro dies oder jenes, weil China die an der Stabilität des Finanzmarktes interessiert sei. Als Jean-Claude Juncker in China war, hat man ihm das nicht gesagt. Man hat es der Angela Merkel gesagt. Und so merkt man, wie diese Führungsrolle, dass Deutschland als Vertreter der EU in vielen Ländern wird das einfach gleich gesetzt. Aber das hat eine gewisse Gefahr, wie ich auch von außen mir erlaube zu sagen, auch innerhalb der EU. Ich war an einem Gespräch in der Schweiz zugegen, wo Bundesminister aus Deutschland und Frankreich dabei waren, und dann hat einer der Journalisten, der das geleitet hat, gesagt, ja, doch, heute sei es auch für jemanden wie Kissinger klar, was die Telefonnummer von der EU sei, das sei diejenige von Angela Merkel. Und ich habe dann erlebt, wie die Franzosen reagiert haben. Die sind fast, also sie waren beleidigt und ist dann aufgestanden und haben sich beschwert darüber, dass sie im Einsatz in Mali nicht genügend von den anderen unterstützt worden seien. Und das zu beobachten ist eben schon sehr interessant. Man sieht da, faktisch ist diese Führungsrolle da, ja, aber sie noch herauszustreichen, das kann gewisse Gefahren haben. Die EU-Gemeinschaft erträgt intern eine Hegemonie auf die Länge nicht. Sie ist in einem anderen Geist gegründet worden. Politik, die Konsens sucht, kann ich als Schweizer, der eigentlich vom Konsensualsystem geprägt worden ist, nur unterstützen. Und jetzt doch noch ein paar Worte zu uns. Die Einschätzung der eigenen Macht korreliert auch in der Schweiz nicht gerade immer mit den realen Einflussmöglichkeiten. Beinahe die Hälfte der Stimmbürger bringt in letzter Zeit Abkapselungswünsche zum Ausdruck. Teilweise überschätzt die Schweiz ihre Macht. Eines hast du vorher angesprochen, der zunächst ausgehandelte Staatsvertrag mit Deutschland über das Abflugverfahren, das ich im besten Gewissen mit deinem Nachfolger abgeschlossen habe, wurde dann nicht ratifiziert durch das Parlament, indem es einfach sagte, man muss viel härter gegenüber den Deutschen auftreten, viel härter, als ich das eben getan habe. Dann wurde er abgelehnt, und nachher ist es natürlich so gekommen, wie wir gesagt haben, es haben alle gemerkt, jetzt ist es sehr viel schlimmer, als hätten wir diesen Vertrag angenommen. Oder Sie kennen vielleicht das andere Bankgeheimnis, da hat ein Finanzminister, also ein Bundesrat, hat noch groß gesagt, diejenigen, die dieses Bankgeheimnis aufweichen wollen, die warnen wir, an diesem Geheimnis werdet ihr euch noch die Zähne ausbeißen. Aber er ist unterdessen zurückgetreten und das Bankgeheimnis auch. Auf der anderen Seite unterschätzt dann unser Land auch wieder ihre Einflussmöglichkeiten. Insbesondere finde ich halt nach wie vor, wenn wir Mitglied in der EU wären, hätten wir doch das miteinander gestalten können, und ich bedauere, dass wir das nicht getan haben. Die Schweiz könnte Erfahrungen der direkten Demokratie und des Föderalismus einbringen. Die Berührungsängste in manchen Ländern der EU mit der direkten Demokratie sind mir ja als Schweizer nicht recht verständlich. Und Föderalismus, das ist ja das Wesen von Europa, und da haben wir ja immerhin eine lange Erfahrung mit den Kantonen und den Gemeinden, und es wäre schön, hätten wir das einbringen können. Ich selbst habe ja erleben dürfen, ich wurde weil ich 15 Jahre lang Bundesrat war, wurde ich an sämtliche Ministerkonferenzen der EU in meinem Bereich eingeladen, also Verkehr, Energie, Umwelt, Kommunikation nicht, weil das ist zum Teil auf Landesebene. Aber da war ich immer dabei, und da wurden zum Teil Vorschläge von mir übernommen, obwohl ich ja gar nicht Mitglied war. Oder? Also das heißt, ich habe erlebt, dass die rationale Diskussion, die ist möglich, und wenn jemand mit Erfahrung kommt. Und deswegen bedauere ich, dass wir hier unsere Einflussmöglichkeiten in der Mehrheit leider unterschätzen.
Die NZZ bezeichnete in einem Leitartikel in der Zürcher Zeitung die EU als eine Boa Constrictor, weil sie die Steuerpolitik der Schweiz gegenüber Holdings in Frage stellte. Aber ich meine, unser Land ist mitverantwortlich. Wir profitieren ja auch von der Globalisierung und wir müssen daher auch unseren Beitrag leisten. Die offizielle Schweiz tut das auch, also es ist in den entsprechenden UNO-Ausschüssen, in den Millennium Goals oder die Vermittlungsarbeit in Korea oder Kosovo mit Friedenstruppen, das wird alles auch geleistet und auch in der Flüchtlingspolitik schließen wir uns ja bei den Quoten auch denjenigen an, die in der EU beschlossen, leider in Osteuropa nicht durchgeführt werden. Und ich habe Ihnen am Anfang gesagt, ich möchte da jetzt nicht zu einem enthusiastischen, zu einer enthusiastischen Verherrlichung unserer direkten Demokratie ansetzen. Ich muss zugeben, dass auch bei uns einiges im Wandel ist. Vor allem beobachte ich Folgendes. Es gibt eine gegenseitige Rezeption des Demokratieverständnisses in den anderen Ländern. Nicht nur der Kapitalmarkt und der Warenhandel überschreiten Kontinente, sondern eben auch Internet, Skype, Facebook und die ganz klassischen Medien ja auch, oder? Also wir können jeden deutschen Fernsehsender, jedes deutsche Radio können wir hören. Wir leben eigentlich in einem globalen Kulturaustausch und zur Kultur gehört natürlich auch die politische Kultur und wir sind davon betroffen. Einerseits ist es so, dass in unseren Nachbarländern Elemente der direkten Demokratie auch rezipiert werden, aufgenommen werden. Es gibt vermehrt auf kommunaler Ebene Abstimmungen in Österreich und auch in Deutschland oder eben Stuttgart 21 wurde ja dann auch noch aufgenommen. Es geht so weit, dass ich habe gelesen, dass im Thalia-Theater in Hamburg die Zuschauer entscheiden, wie der Spielplan aussehen soll. Also so, das hat die Schweiz jetzt auch noch nicht gemacht, weil wir haben in unserem Opernhaus war bis vor kurzem einer aus der königlichen Hofburg aus Österreich und der hat das nicht gemacht. Jetzt haben wir Homoke aus Berlin vielleicht. Aber immerhin, also solche Abstimmungen haben wir bis jetzt noch nicht durchgeführt, aber so können wir gegenseitig voneinander lernen. Umgekehrt, Reinhard Klim hat es gesagt, unser System ist so, wir sind 7 Mitglieder Regierung, 7 Bundesräte und alle Entscheide sind vom Kollektiv gefasst. Und es ist das Kollektiv, der Gesamtbundesrat, der dafür verantwortlich ist und nicht der eine, der es vorbereitet hat. Aber das steht so in der Verfassung, es ist durch die mediale Wirklichkeit längst überholt. Oder? Also, ich hieß dann einmal Postminister und dann wieder Eisenbahnminister und dann wieder Energieminister. Dabei ist es eben gerade nicht ein Minister, der vom Premierminister entlassen werden kann, wenn er Mist baut, sondern es ist das Kollektiv, alle wären dafür verantwortlich. Und so wird durch diese Rezeption wird das bei uns auch verändert. Man spricht bei uns jetzt plötzlich immer von Koalition. Wir hatten noch nie einen Koalitionsvertrag, das kennen wir nicht, sondern es sind diese 7, die miteinander die Geschäfte beschließen und nie hat es einen Koalitionsvertrag der politischen Parteien gegeben, die dann der Regierung vorschreiben, was sie zu tun hat. Trotzdem, jetzt heißt es, ist es eine Mitte-Rechts- oder eine Mitte-Links-Koalition und so weiter und so weiter. Also das kommt da alles. Und wie sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bei uns in diesen Initiativabstimmungen und Referenden verhalten, gleicht leider immer mehr auch dem Verhalten bei den Plebisziten, die ich am Anfang etwas gegeißelt habe. So wie 2005 die Franzosen mit einem Nein zum EU-Grundvertrag vor allem ihren Präsidenten Chirac abstrafen wollten und gar nicht den EU-Grundvertrag verhindern wollten, so gab es bei uns linke Frauen, die stimmten für die Minarett-Initiative, weil die Frauen im Islam unterdrückt sind. Aber ich meine,
Wenn man bei uns keine Minarette mehr bauen kann, ist keine einzige Frau im Islam weniger unterdrückt. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Und als es bei uns um diese Masseneinwanderungsinitiative geht, ich weiß nicht, ob Sie davon wissen, also die bringt uns jetzt in große Schwierigkeiten mit der EU, weil es der Personenfreizügigkeit schlicht und einfach widerspricht. Aber als diese angenommen wurde, da haben einfach Leute gesagt, ja, ich stimme ja, weil ich habe einen ganz unangenehmen Deutschen als meinen Vorgesetzten. Oder sie sagt, ja, in den Bussen und in der S-Bahn ist es so eng, also da stimme ich jetzt ja. Also das hat ja miteinander überhaupt nichts zu tun. Aber auf diesem Niveau wurde leider bei uns eben jetzt auch argumentiert. Und sagen wir es, es ist ja nicht nur bei uns, es ist überall so, es ist in allen Ländern so, dass eine Tendenz, die alle Formen der Demokratie beschlichen hat und letztlich droht, den demokratischen Grundgedanken zu erwürgen. Und das können wir nicht übersehen. Mehr und mehr wird Demokratie nicht als die aufbauende Gestaltung des Gemeinwesens verstanden, sondern es ist einfach noch Ausdruck einer Unzufriedenheit. Wir sehen das in den USA und in Europa, diese populistisch hochgepeitschte Unzufriedenheit, die dann zu Ressentiments führt und dann stimmt man irgend gegen eine Führungsklicke und schaut nicht mal richtig den Inhalt an, oder? Und das führt dann zu einem Nein, dann stimmt man Nein und man stimmt Brexit. Wir sehen die Tendenz zum Beispiel auch in den USA, gestern war das zweite Fernsehduell. Wenn natürlich ein Fernsehduell zwischen zwei Präsidentschaftsanwärtern nur noch darin besteht, den anderen fertig zu machen und überhaupt nicht mehr, was man selbst leisten will, was man machen will, sondern nur noch dem anderen was vorzuwerfen, dann ist das eine furchtbare Entwicklung, die dann mit der Zeit den Namen Demokratie gar nicht mehr richtig verdient. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, da lobe ich mir eine Kanzlerin, die sagt, wir schaffen das. Auch wenn es, ich weiß, man hätte es vielleicht etwas relativieren können und man hätte vielleicht nicht nur gerade die Gesinnung, aber die Grundtendenz ist doch, wir wollen etwas fertig, wir wollen etwas leisten. Jetzt ist das etwas schiefgegangen, weil es dann eben schwieriger kam, als sie eigentlich in Aussicht gestellt. Aber in der Grundtendenz ist mir das so viel näher, als wenn man sich gegenseitig nur immer fertig macht. Und letztlich, wenn wir über Demokratie sprechen, da geht es ja nicht so sehr, ist es eine direkte oder eine repräsentative, sonst geht es um den Inhalt. Und es ist diese Tendenz, die wir bekämpfen sollten. Wir haben verschiedene Geschichten, die unsere jeweiligen Demokratieformen prägten, aber wichtiger ist die inhaltliche Ausgestattung. Der besteht im Verantwortungsbewusstsein und im Augenmaß. Und in diesem Sinne, glaube ich, haben wir eben unabhängig der Form, wenn wir solche Diskussionen über das Thema Demokratie organisieren, eben doch dieselbe Grundeinstellung.